Bruno, Egerter, Vito trifft der EAC Fischbuch von EAC Olto. Wie schätzen dir die Chancen auf einen Heimsieg? Ja, die Chancen sind immer da. Es ist eine starke Mannschaft, die sich ziemlich verstärkt hat. Wir haben praktisch die gleiche Mannschaft und haben sehr hart trainiert und möchten natürlich heute eine Überraschung schaffen. Aber ob das klingt, das steht im Moment noch in den Sternen. Seit Anfang April sind wir wieder zurück hier beim EHC Fisch. Wie ist das für euch wieder zurück im Wallis zu? Ja, das war ganz einfach, weil ich bin ja mal 5 Jahre da und mir hat es sehr gut gefallen. Und mir hat einfach das Gefühl, man kommt wieder zurück heim und darum ist es eine ganz einfache Sache. Ende Oktober trifft der EHC Fisch für das Achtelfinale vom Schweizer Cup von HC Davos. Wie ist das für euch, wo ihr eigentlich lange beim HC Davos geschafft habt? Ja, das ist sicher lustig, da wieder gegen die alten Kollegen müssen ein Match austragen. Und vor allem mit dem Arno, den ich so lange zusammen geschafft habe. Ich hoffe, dass er dieses Jahr den Cup auch nicht ganz so ernst nimmt, dass wir wenigstens eine kleine Chance haben, zum Weiterkommen. Also ist auch noch ein bisschen Vorfreude dabei? Ja, natürlich. Es ist immer schön, wenn man gegen einen Club spielen kann, den man vorher dafür geschafft hat.